Der Schnellzug von Zürich über Bregenz nach München fährt planmäßig ab. Guten Abend. Sind noch ein Plätzchen frei? Dankeschön. Weil er den Zug versäumt. Meine Enkelkinder haben mich zur Bahn gebracht. Und wie immer im letzten Moment. Gott sei Dank. So. Kommen Sie von Zürich? Einer meiner Schwiegersöhne ist dort im Hotelfach tätig. Immer wenn ich... Nichts verstehen. Ah, ich verstehe. Sie sind kein Deutscher, ne? Sind Sie Franzose? Engländer? Ich meine, dann können wir... Parlez-vous français? Do you speak English? Ungar. Ich, Ungar. Das kann ich nicht. Grüß Gott. Deutsche Zollkontrolle. Führen Sie meldepflichtige Waren mit? Ja, ich habe Pralinen zu melden. Schweizer Pralinen. Aber vier Kartons. Vier große Kartons. Danke, Frau Salzmann. Guten Appetit. Danke. Irgendwelche zollpflichtigen Waren? Nein. Ist das Ihr gesamtes Gepäck? Ja. Darf ich bitte mal reinschauen? Was ist das? Das sind Stoffproben. Muster einer neuen Kollektion. Ich bin Handelsvertreter Züricher Strickmoden. Danke, Herr Köhler. Gute Reise und gute Geschäfte. Sie sind gar kein Ungar. Nein, ich bin wirklich kein Ungar. Ich bin nur ein bisschen sehr müde. Ich muss Sie sprechen. Mich? Wozu? Nicht hier. Gehen wir ins Bahnhofsrestaurant. Ich denke nicht daran. Geben Sie jetzt endlich den Koffer her. So, bitte sehr, ein Kaffee. Ein Beaujolais. Wenn Sie noch etwas zu essen wünschen, dann... Nein, danke.
Sie wissen genau, dass wir nicht miteinander sprechen dürfen. Mit wem soll ich denn sprechen? Ich kenne doch nur Sie. Ich bin Kurier wie Sie, für Reklamationen nicht zuständig. Wo drückt denn der Schuh? Moment, Ihr Honorar. Genau darum geht es. Für so ein Trinkgeld arbeite ich nicht länger. Sie wollen also das Gold nicht übergeben? Nein. Nicht eher, bis wir eine neue finanzielle Regelung getroffen haben. Ein gefährliches Spiel. Ich habe keine Angst. Hören Sie, Herr Köhler. Was ist denn hier los? Schöne Schweinerei, Mensch, wer zahlt mir denn das? Beruhigen Sie sich, Sie kriegen Ihr Geld! Oh, Sie Grobian! Eine feine Gesellschaft. Ja, Peter, ich bin gerade zur Tür rein. Ich war am Bahnhof. Ja, ich hab's nicht anders erwartet. Komm jetzt sofort nach Hause, sonst wird alles noch schlimmer. Wahrscheinlich... Na, kommt schon. So benimmt sich eine Geisteskranke. Ich bin gesund. Ich wollte dir nur zeigen, dass ich deine Lügereien durchschaut habe. In Zukunft kannst du dir die Mühe sparen. Welche Mühe? Immer neue Märchen zu erfinden. Zieh doch das Hemd endlich aus. Nachzuspionieren. Hast du kein Vertrauen zu mir? Nein. Geht doch schon mal so. Hältst du mich für blöd? Ich sage dir das noch einmal. Du bildest dir das alles ein. Deine Fantasie ist mit dir durchgegangen. Du siehst Gespenster, weiter nichts. Ich habe ganz andere Sorgen. Ja, was denn für welche? Du rechnest mal die Wahrheit. Was meinst du damit? Ich sage die Wahrheit. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe mit eigenen Augen gesehen. Ich bin für blind. Dann behält es mit dir. Ich schwöre es dir, Helma, ich habe privat mit dieser Frau überhaupt nichts zu tun. Du musst uns für ganz schön blöd halten. Uns? Ja, uns. Ich schließe unseren Sohn mit ein. Wo ist er eigentlich? Bei seinem Freund Martin. Martin? Martin, ich höre immer nur Martin. Elektriker. Strippenzieher. Warum hat er keinen Freund, mit dem er auf gleicher Ebene arbeiten und diskutieren kann? Warum muss er immer unter sein Niveau gehen? Was ist daran so lächerlich? Sag's ihm doch endlich, Mama. Was heißt das, sag's ihm endlich? Das soll heißen, so wie du uns seit 8 Monaten belügst, so belügen wir dich. Seit wenigen Wochen. Du bist arbeitslos, tust aber krampfhaft so, als wäre alles in Ordnung. Ich habe die Schule geschmissen, ich scheiße aufs Abitur. Ich tue aber auch so, als wäre alles in Ordnung. Du
Du siehst also, wir haben uns gegenseitig überhaupt nichts vorzuwerfen. Ist für dich. Herr Köhler? Ja? Ja, ich komme. Ich muss noch mal weg. Jetzt noch, mitten in der Nacht, wohin? Erzähl ich dir morgen. Und wie lange? Ich beeile mich. Wir können schon schlafen gehen. Es wird alles in Ordnung kommen. Soll ich ihm nachgehen? Nein, bleib. Na, du Komiker, was ist los mit dir? Dann erzähl mal her, was du hast. Rocco? Rocco, komm her. Komm her hier. Was hast du denn da? Gib mal her. Ihr Hund? Ja? Respekt, der ist aber gut erzogen. Der hat doch irgendwas. Der will was. Spieltrieb. Wie alt ist er? 3,5. Trotzdem, der hat was. Der will uns was zeigen. Ich schau mal nach. Ja, Henry, morgen. Was gibt's? Weiß Gerd Heimann schon Bescheid? Ihr seid beide wo? Wie heißt das? Nein, weil der Fundort einer Leiche und der Tatort bekanntlich nicht immer identisch sind. Okay, ich nehme den Tatort zurück und sage stattdessen, Fundort einer männlichen Leiche, Todesursache vermutlich durch inneres Verbluten nach Bauchschuss. Wer ihn gefunden hat? Zwei Jogger und ein Schäferhund. Wisst ihr denn schon, wer der Tote ist? Leider nein. Er hat nicht das kleinste Stück Papier bei sich gehabt. Dafür aber was anderes, auch nicht zu verachten. Ja, und? Gold. Pures Gold für fast eine Viertelmillion. Um den Bauch gebunden, 16,5 Kilo Bar.
Sieht so aus, als hätte sie hier reingeflüchtet, wie ein angeschossenes Tier. Diesen Schuh hat der Hund heute Morgen apportiert. Und weil das Tier keine Ruhe geben wollte und das Gebüsch hier ständig umkreist hat, ist der Hundebesitzer schließlich hierher gelaufen. Es waren zwei, die den Toten entdeckt haben. Zwei Jogger. Sind die noch hier? Und vor 10 Minuten abgefahren. Aber wir haben von denen alles Wissenswerte. Doktor? Wie sieht's aus? Todeszeit Mitternacht, plus minus 40 Minuten. Mehr nach der Obduktion. Ich rufe Sie dann an. Todesursache? Er ist innerlich verblutet. Deutliche Schmauchspuren an den Wundrändern. Keine Ausschusswaffen. Kaliber? Vermutlich 7,65. Die Kugel dürfte im Beckenknochen stecken. Gut, danke. Sind Sie Hauptkommissar Gress? Ja, was ist? Bei uns am Revier, da sitzt eine Frau Köhler. Sie vermisst ihren Ehemann. Sie sagte, er musste gestern vor Mitternacht noch einmal weg, wollte aber bald wieder da sein. Wo ist die Frau? Bei uns, Inspektion 13. Ich habe hier noch ein Foto von ihm. Es ist nicht mehr ganz neu, aber... Sie sagen gar nichts. Frau Küller, Sie vermissen Ihren Mann seit wann genau? Seit gestern Nacht gegen 11. Er musste noch mal weg. Warum? Ein Anruf. Von wem? Das weiß ich nicht. Er tat so, als wäre es geschäftlich. Er wollte bald zurück sein. Wie bald? Das hat er nicht genau gesagt, nur dass er sich beeilen wollte. Geht schlafen, hat er gesagt. Geht schlafen? Ja, unser Sohn Peter war dabei. Er ist gerade 18 geworden und hat die Schule abgebrochen. Mein Mann wusste nichts davon, deshalb gab es Streit. Aber der Streit hatte kaum begonnen, da kam schon dieser Anruf für meinen Mann. Worüber hat er denn gesprochen? Hat er Namen genannt? Ich weiß es nicht, das Telefon steht auf dem Korridor. Ein langes Gespräch? Nein, nur kurz. Ein paar Minuten später ist er dann gegangen. Peter hat mich noch gefragt, ob er ihm nachgehen soll, aber ich habe ihn leider zurückgehalten. Wo ist Ihr Sohn jetzt? Im Kaufhaus. Er arbeitet dort seit 4 Wochen als Verkäufer, als Fachberater in der Computerabteilung. Eigentlich sollten es nur 2 Probemonate werden, aber dann haben sie ihn vor Ablauf der ersten Woche unter festem Vertrag genommen. Computergenie, was? Ich glaube schon. Ich verstehe nichts davon. Herr Kommissar, Sie wissen doch was. Was ist passiert? Ein Verkehrsunfall oder? Ja, Frau Köhler heute Morgen im Englischen Garten. 2 Jogger sind durch einen Hund veranlasst worden, ein Gebüsch zu durchsuchen. Sie haben einen Toten gefunden. Wenn Sie Ihren Vater noch mal sehen möchten. So, nein. Ich behalte ihn lieber so in Erinnerung, wie wir ihn... Ja? Lebendig. Ich behalte meinen Vater lieber lebendig in Erinnerung. Haben Sie schon einen Verdacht? Noch nichts Konkretes. Nur Vermutungen. Über die müssen wir noch ausführlicher reden. Ja, hier? Nein. In meinem Büro bei Ihnen zu Hause. Was Ihnen lieber ist. Was ist Ihnen lieber? Ich habe volles Verständnis dafür, wenn Sie Nein sagen, aber
Ich würde die Wohnung Ihres Vaters gerne kennenlernen. Bitte nehmen Sie Platz. Was sind das denn nun für Vermutungen? Ihr Vater war Kaufmann. Handelsvertreter. Mehr wissen wir leider noch nicht von seinem Berufsleben. War nun frei, ich meine selbstständig oder irgendwie festgebunden? Mein Mann hatte die Süddeutsche Alleinvertretung für eine Züricher Strickmodenfabrik seit 1966. Bis zum November vergangenen Jahres. Immerhin 20 Jahre. Was war danach? Die Firma in Zürich existiert nicht mehr. Mein Mann hat versucht, etwas Neues zu finden, aber ohne Erfolg. Ein Vertreter, der bald 50 wird. Wie hat er das verkraftet? Ich weiß es nicht. Er war immer verschlossen. Er hatte seinen Stolz. Er hat seine Niederlagen vor uns geheim halten wollen. Auch ohne Erfolg? Ja. Seit 2 Monaten weiß ich Bescheid. Er ist weiterhin regelmäßig nach Zürich gefahren. Er hat sogar Briefe und Berichte an diese Firma geschrieben, die es gar nicht mehr gibt. Aber seit einer Woche weiß ich, dass eine Frau dahinter steckt. Mama, gehört das hierher? Herr Kress, Ihre Vermutung. Ja, können wir die endlich auch erfahren? Mein Kollege war vor mir am Fundort. Er wird Ihnen erzählen, was Ihr Vater bei sich hatte. Unter seinem Pullover trug er einen Spezialgürtel, gefüllt mit Goldbarren. Gesamtwert über 200.000. Unter diesem Gürtel dann die Schusswunde. Er ist in den Park gelaufen, kreuz und quer durch die Anlagen, offensichtlich auf der Flucht vor irgendjemand. Schließlich hat er sich in einem Gebüsch versteckt. Gold? Ja, Frau Köhler. 16 Barren und jeder wiegt 1 Pfund. Fällt Ihnen dazu nichts ein? Hat der Mann nicht irgendwann mal mit Ihnen über Gold gesprochen? Nein, nie. Und dieser Gürtel? Ziemlich grobes Lein, Farbe grau-grün. Mit so Taschen. Nein, habe ich nie bei ihm gesehen. Nicht in der Wäsche, nicht im Koffer. Er fuhr nach Zürich wie all die Jahre zuvor. Wie oft? 3-4 Mal im Monat. 4 mal 16 sind 64. 64? Ach, ich verstehe. Sie wollen meinen Vater zum Goldschmuggler abstempeln. Naja, er kann sich ja leider nicht mehr wehren. Aber Herr Köhler, wir sind doch nicht von der Zollfahndung. Wir bemühen uns, den Mord an Ihrem Vater aufzuklären. Goldschmuggel? Das ist ausgeschlossen. Warum, Frau Köhler? Ein Mann, der so verschlossen war? Wie wollen Sie wissen, was in dem vorgegangen ist? Mein Vater war kein Selbstmörder. Und dieser Goldgürtel... Ja? Dieses Gold... Ja? Was ist damit? Dieses Gold ist für mich genauso rätselhaft wie für meine Mutter.15 echte und 1 Kuckucksei. Wieso? Messing. Messing vergoldet vielleicht noch, ein Bleikern. Gute Arbeit. Optisch absolut identisch. Der herrscht schwerer. Es ist seltsam. Warum? Er kommt mir vor wie ein alter Bekannter. Ging's etwas deutlicher? Ja, vor 9 oder 10 Monaten ist unsere Betrugsabteilung ein großer Coup gelungen. Da sind die heute noch stolz drauf, mit Recht. In einem Hotel am Hauptbahnhof, da konnten die ein langgesuchtes Gaunerpärchen festnageln bei dem Versuch, falsche Goldbarren an einen Münchner Geschäftsmann zu verhökern. Nennwert 1,5 Millionen. In Wahrheit nur ein Haufen Messing. Das Zeug wanderte in unseren Asservatenraum. Etwas über 1 Zentner. Darunter auch 30 Barren zu 500 Gramm. Genau wie diese Niete hier. 15 echte und ein falscher, der aussieht wie einer aus unserem Asservatenraum. Kurios.
hilft uns bloß nicht weiter. Gab es damals nicht eine Untersuchung, weil sich irgendjemand verzählt hat? Genau. Drei von den falschen Ottos fehlten eines Tages. Angeblich. Die Zählerei nahm kein Ende, alles wegen 3 Pfund Messing. Ja, und außerdem hatten wir Handwerker im Hause. Maler, Elektriker. Sind die damals auch vernommen worden? Ja, da gibt es sicher Protokolle. Der sieht aus wie einer von unseren, meint der Faber. Kann ich das genauer wissen? Und wie lange dauert das? Kein Problem, Chris. Ich ruf dich zurück in 20 Minuten. Henry? Ja? Versuch doch mal, die Protokolle von damals aufzutreiben. Ich will wissen, wer diese Handwerker waren, die da vernommen worden sind. Grüß Gott, sind Sie Herr Kolbig? Ja, was gibt's? Arbeitet bei Ihnen ein Geselle, Martin Zobel. Er gehört zur Firma, ja. Hat bei mir gelernt. Gesellenprüfung mit Auszeichnung. Heute feiert er wieder mal krank. Wer sind Sie? Kripo, Heimann. Ihre Firma hatte doch mal bei uns im Präsidium zu tun. Neue Leitungen verlegen im Asservatenraum. Damals gab es doch ein Problem. Gold aus Messing, ich erinnere mich. Seid ihr immer noch beim Zählen? Ich habe nie gezählt, Herr Kolbig. Aber jetzt habe ich eine Frage. Mich brauchen Sie nicht zu fragen. Ich bin nicht dabei gewesen. Und der Martin, wie gesagt, der feiert wieder mal krank. Feiert? Ja, mit der Test natürlich. Er macht kein nasskaltes Wetter. Hockt lieber zu Hause und pflegt sein Hobby. Herr Zobel, sind Sie doch, ja? Machen Sie ein enttäuschtes Gesicht. Wen haben Sie denn erwartet? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ihr Chef, der Herr Kolbig, hat uns gesagt, dass Sie krankgeschrieben sind. Ja, und? Wir sind von der Kripo. Mein Name ist Heimer. Das ist Herr Kress. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ach, Herr Zobel. Uns drückt immer noch dieses Messing-Problem von damals. Letztes Frühjahr, Sie erinnern sich. Messing? Ach du lieber Himmel, ja. Aber na, das habe ich vergessen. Ich meine, an Einzelheiten kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber alles, was ich damals wusste, das habe ich ja ausführlich zu Protokoll gegeben. Stimmt. Ich habe es mir gerade noch mal genau durchgelesen. Mhm, na ja, dann wissen Sie wahrscheinlich jetzt mehr als ich. Aber wie gesagt, das habe ich vergessen. Die ganze Geschichte, die liegt ja schon fast ein Jahr zurück, ne? Das ging um 3 Pfund Messing, ja. Sagen Sie mal, haben Sie noch mehr so spannende Fälle zu lösen? Sind Sie ein richtiger Spaßvogel? Übrigens, die Kollegen von damals, die gehörten zum Betrugsdezernat. Wir beide sind nur für Mord zuständig. Mord? Wir sind also nicht nur wegen Messing hergekommen. Ach, apropos Messing. Hier habe ich so ein Ding. Sie sind ein Computerfan, Herr Zobel. Ja. Darf ich da mal einen Blick reinwerfen? Teures Hobby. Aber auch faszinierend. Woher? Den hat ein unbekannter Toter bei sich gehabt, der an einem Bauchschuss verblutet ist. Letzte Nacht im Englischen Garten. Ein Unbekannter? Anfangs ja. Inzwischen ist es uns gelungen, ihn zu identifizieren. Sie wissen, wie er heißt? Warum fragen Sie? Haben Sie eine Vermutung? Nein. Nur so. Nur so. Der Name des Toten ist Gustav Köhler. Handlungsreisender in Strickmoden. Oder auch in Gold. Mein Gott. Toll ausgerüstet sind Sie. Ich schätze das Ganze auf 60.000, 70.000 mindestens. Das gehört mir nicht allein. Wem noch? Also, mein Freund. Wir wollten später mal eine Firma für Computerzubehör.
Ich bin froh, dass Sie da sind. Sehr vernünftig von Ihnen. So, meine Herren, und jetzt wollen wir aufhören, kostbare Zeit zu verlieren mit Lügerei und Versteckspiel. Wer hat den Nutzen davon? Sie? Ja, also die Sache war so, als ich da im Präsidium gearbeitet habe, da stand eine Kiste rum mit diesem Messinggelump. Da habe ich einfach mal reingegriffen. Wie viel? 5 Stück, aber nur so zum Spaß. Naja, und dann wurden die Dinger vermisst und da gab es dann eine große Zählerei. Nicht? Und da habe ich dann zwei heimlich wieder in die Kiste zurückgelegt. Ja, und da gab es dann wieder eine große Zählerei. Ja? Und dann Verhöre, Protokoll, aber dann wurde es auch wieder ruhig. Nicht? Also ein Diebstahl aus Übermut ohne bestimmte Absicht. Wussten Sie davon, Herr Köhler? Nein, das heißt ja. Aber erst Monate später. Da hat Martin mir von den 3 Goldbarren erzählt. Auch gezeigt? Sicher, ja, auch gezeigt. Ja. Ja, weiter. Als wir wussten, dass mein Vater uns belügt. Wer wir? Na, meine Mutter und ich. Ja, verstehen Sie nicht, mein Vater fuhr weiterhin nach Zürich und zurück. Stoffproben und Strickmuster im Aktenkoffer. Ja, er gab auch immer pünktlich sein Haushaltsgeld. Alles wie immer. Wo hätte er denn das hernehmen sollen? Eben. Meine Mutter glaubte, er hätte eine reiche Freundin in Zürich. Was haben Sie geglaubt? Ich wusste ja, dass er Gold schmuggelte. Durch Zufall bin ich eines Abends drauf gekommen. Sein Aktenkoffer war so schwer. Es war ja pures Gold drin. Sie haben also die Barren im Gürtel vertauscht. Wie oft? Wie viele? Gestern Abend zum dritten Mal. Immer nur einen. Verdammt nochmal, haben Sie nicht gewusst, was Sie da anstellen? Dass Sie Ihren Vater in Lebensgefahr bringen? Ich wollte, ich hätte das nie getan. Die echten Barren? Verkauft. Ja, einmal am Bankschalter und einmal privat, den von gestern, den habe ich noch. Moment. Ich soll mir ein Beispiel nehmen an meinem Sohn? Ja. Er hat uns alles gesagt, was er weiß. Und nur so kommen wir weiter, Frau Köhler. Oder wollen Sie, dass der Tod Ihres Mannes unaufgeklärt bleibt? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Aber ich wüsste nicht, was ich Ihnen noch erzählen sollte. Fangen wir mit dem Verdacht an, den Sie gegen Ihren Mann geäußert haben. Dass es da eine Frau geben soll. Ja, die gibt es. Dreimal habe ich die beiden gesehen. Einmal in einem Café. Und ein anderes Mal stieg sie in ein Taxi vor einem Hotel. Und das dritte Mal? Das war gestern. Gestern habe ich sie am Bahnhof gesehen. Sie kam mit dem D-Zug aus Zürich. Die beiden haben Händchen gehalten und sind ins Bahnhofsrestaurant. Da bin ich explodiert. Ich habe ihm sein Glas Rotwein ins Gesicht geschüttet. Und weiter? Nichts weiter. Ich habe mich umgedreht und bin weg. Ohne Erklärung? Kein Wortwechsel? Da gab es nichts mehr zu erklären, Herr Kress. Schade. Sie haben sich täuschen lassen. Nach allem, was wir bisher wissen, ist diese Frau vermutlich die Kontaktperson für ihren Mann gewesen. Eben ein Mitglied in einem Goldschmuggelring. Können Sie uns die Frau beschreiben? Und hat sonst noch jemand den Streit beobachtet? Es war ziemlich leer, aber auf jeden Fall der Ober. Ein älterer Mann mit Glatze und Brille. Sah aus wie eine Eule. Herr Kress, es ist für Sie. Wie alt schätzen Sie die Dame? Anfang 30. Allerdings. Ja. Stark geschminkt, da weiß man ja nie. Dann sagen Sie ihm doch bitte, er soll das Geschoss direkt ins Labor bringen. Ja? Ja, und auf das Resultat gleich warten.
Danke. Vielen Dank, Frau Köhler. Ihre Beschreibung war besser als ein Foto. Der Kellner aus dem Bahnhofsrestaurant. Die Eule. Ja. Mal sehen, ob der uns weiterhelfen kann. Gut. Gerd, der Doktor hat das Geschoss gefunden. Kaliber 7,65. Na also. Wiedersehen. Moment, sagten Sie 7,65? Ja. Warum fragen Sie? Ja, mein Vater hat so eine. Was hat Ihr Vater? Ja, er hat keinen Waffenschein, aber sein Onkel war Offizier im letzten Weltkrieg und der hat ihm so ein Ding vermacht. Wo bewahrt er die auf? Moment. Nicht zu finden? Nein. Sind Sie denn sicher, dass sie da oben ist? In dieser Schachtel hat sie immer gelegen. Also viel Anzeige. Scheiße. Sagen Sie, halten Sie es für möglich, dass ihn der Mörder mit seiner eigenen Waffe erschossen hat? Möglich ist alles, Herr Köhler. Mist. Lauter Mist. Scheiße, verdammt. So viel Pech auf einmal gibt's doch gar nicht. Seit 4 Tagen rennt er im Kreis rum. Deine Tipperei geht mir auch allmählich auf den Keks. Das bringt uns nicht weiter. Wo treibt sich Henry eigentlich die ganze Zeit rum? Den habe ich seit gestern nicht mehr gesehen. Na, er ist ständig unterwegs mit dem Ober. Was für ein Ober? Der aus dem Bahnhofsrestaurant. Sie suchen gemeinsam die unbekannte Frau, die Köhler am Bahnsteig abgeholt hat. Suche, so werdet ihr finden. Henry hat sich mit der Zollfahndung in Verbindung gesetzt. Ü-Gruppe Goldschmuggel. Und die haben ihm eine Liste zusammengestellt von verdächtigen Personen. Tja, Herr Wendt, der nächste Laden. Die Goldecke, sofort Bargeld. Gehen Sie darüber, aber möglichst unauffällig. $100, $200, $50, $60, $70. Dankeschön. Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist er. Sind Sie sicher? Ganz sicher ist die Frau gewesen. Zwar anders gekleidet, aber sonst die Haare, der Mund, vor allem die Augen. Sie haben uns sehr geholfen. Prima. Soll ich Sie nach Hause bringen? Nicht nötig. Die nächste U-Bahn-Haltestelle ist nur 10 Schritte entfernt. Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn ich dir doch sage, dass er mich erkannt hat, auf den ersten Blick, ich ihn doch auch. Nein, Wolf, nein, wir müssen das abblasen. Kannst du denn nicht in Zürich anrufen? Carla, das ist unmöglich. Ich weiß ja nicht einmal, wo er heute startet. Wahrscheinlich ist er schon unterwegs. Du, wir tappen da in eine Falle. Du siehst Gespenster, Liebling. Hast Angst vor einem Kellner, der zufällig vor unserem Schaufenster steht. Das war kein Zufall. Nie und nimmer. Was denn sonst? Carla, wir müssen. Oder willst du Klaus in den Wolken hängen lassen? Der Kellner geht bestimmt zur Polizei. Wenn nicht heute, dann morgen. Eben. Und darum müssen wir uns beeilen. Wir müssen schneller sein als die Meute. Außerdem geht es diesmal nicht nur um 8 Kilo. Vergiss das nicht. Carla? Hallo? Ja. Und was soll ich jetzt machen? Sperr den Laden zu, nimm dir ein Taxi und komm zum Friedensengel. Da picke ich dich auf. Bis gleich. Tschüss, mein Engel. Bleibst da. So ist es.
Mann, wenn das stimmt. Das ist ja eine Goldader. Natürlich freut ihn das. Er hat's auch nötig. Deprimiert ist überhaupt kein Ausdruck. Wer ist denn dran? Das ist nur Henry. Der Ober hat die Frau erkannt. Was? Sag das noch mal, Henry. Gratuliere, mein Goldjunge. Ja, das bringt uns weiter. Was? Nein, nur beschatten. Henry, aber mit aller Vorsicht. Ja, was ist los? Sie kommt raus und sperrt den Laden zu. Sie will über die Straße. Nein, sie bleibt stehen. Sie winkt ein Taxi an. Taxi hält. Ich bleib dran. Heimann. Ja? Ja, das hat er mir erzählt. Ich bin auf dem Laufenden. Moment, das schreibe ich mir mal eben auf. Das ist doch in der Nähe von Fürstenfeldbruck. Ja, ich kenne die Gegend. Ist die zuständige Polizei schon verständigt? Gut, wir nehmen die Einladung dankend an. Henrys Freunde von der Zollfahndung, die erwarten heute irgendeine freudige Überraschung aus der Luft. Und dazu sind wir eingeladen. Ja. Bei Mammendorf, da könnten wir sie in einer Stunde treffen. Ja, worauf warten wir noch? Na bitte, da sind sie alle. Grüß Gott. Ist das der Mann von der Zollfahndung? Wahrscheinlich, ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Tag. Mein Name ist Teerplan, Zollfahndung. Kress, guten Tag. Ja, die Chancen stehen recht gut, Herr Kress. Von allen Privatflugplätzen im Alpenvorland ist er am besten geeignet. Geeignet für wen? Ja, eigentlich für alle. Für den Piloten und auch für uns. Ja, fahren wir, oder? Ja. Ja. Längst da sein. Jetzt warten wir schon eine Stunde. Na und? Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Man nicht immer gleich das Schlimmste an. Na bitte. Wo denn? Mehr nach links. Etwas höher. Endlich! Mensch, Klaus, wo bleibst du? Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Hallo. Ich musste schlechtes Wetter umfliegen, da musst du immer mit rechnen. In Zürich bin ich bei knallblauem Himmel gestartet. Sonst alles klar? Ja, alles klar. Schwer. Drei Koffer diesmal, jeweils 20 Kilo. Scheiße! Thank you.
Grüezi, Herr Abel. Heute ohne Waldlauf? Wo ist denn der liebe Wauwau? Herr Simonek, würden Sie bitte aufmachen. Er ist nicht verschlossen. Zollfahndung, Herr Simonek. Wollen Sie eine Erklärung abgeben? Ein bedauerlicher Irrtum, das Ganze. Ich bin Kaufmann, habe ein Geschäft. Ich handle mit Edelmetallen. Ja, Sie kaufen Gold in der Schweiz mit reduzierter Mehrwertsteuer. Das macht pro Kilo ungefähr 3000 Mark Gewinn illegal. Abzüglich der Honorare für Ihre Schmuggler, die für Sie per Bahn, per Auto oder Flugzeug die Grenzen überwinden. Eine Behauptung, die sich noch heute in nichts auflösen wird. Kaum. Das Formular für die Umsatzsteuervoranmeldung liegt ausgefüllt und unterschrieben auf meinem Münchner Schreibtisch. Trotzdem sind Sie vorläufig festgenommen. Das dürfen Sie nicht. Ich habe ein Geschäft und habe einen festen Wohnsitz. Es besteht keinerlei Fluchtgefahr. Das Einzige, was Sie dürfen, ist diese Koffer hier für mich aufbewahren. Gegen Quittung, selbstverständlich. Sonst nichts. Herr, wie war doch Ihr Name? Terplan. Zollfahndung, Sonderkommission. Das sind meine Kollegen von der Münchner Kripo. Ja, Herr Simonek, festgenommen werden Sie von uns. Nicht vom Zoll. Begründung? Mordverdacht. Also ein Familienbetrieb. Ein Terzett in Gold. Und das ist Ihre Stärke. Wenn nun fremde Helfer angeheuert werden müssen, schon gibt's Ärger. Oder sehe ich das falsch? Frau Simonek, im Bahnhofsrestaurant hatten Sie einen Streit mit Herrn Köhler knappe 3 Stunden vor seinem Tod. Warum? War er unzufrieden? Wollte er mehr Gehalt? Er war nicht mein Angestellter. Also gut freier Mitarbeiter, wollte er mehr Honorar? Tiefes Schweigen. Herr Abel, Sie wohnen im Haus Ihrer Schwester und Ihres Schwagers am Südrand von München, direkt am Isar-Hochufer. Ein Paradies für Jogger. Trotzdem fahren Sie quer durch die Stadt bis zum Englischen Garten, um dort Frühsport zu machen. Warum so umständlich? Haben Sie etwas gesucht, was nachts schlecht zu finden war? Vielleicht den Toten im Gebüsch? Oder nur seinen Gürtel? Halt! Wir lassen uns nicht beleidigen. Das geht zu weit. Ihre eigene Schuld, Herr Simonek. Sagen Sie uns endlich die volle Wahrheit. Das ist immer noch die beste Methode, so ein lästiges Verhör zu beenden. Aber bitte, nehmen Sie doch wieder Platz. Also? Ja, wir hatten Streit im Bahnhofsrestaurant. Das Affentheater endete mit einer Rotweindusche. Ich ging dann ohne die Ware nach Hause und habe meinen Partnern berichtet. Wie haben die reagiert? Ich habe Köhler sofort angerufen. Erst war sein Sohn am Telefon, danach er selbst. Er wollte, dass wir uns in Schwabing treffen. Weil er kein Auto hat, bei ihm in der Nähe. Gut, habe ich gesagt. In etwa 20 Minuten werde ich da sein. Und dann... Hör doch auf mit der Qualmerei. Da kommt er. Guten Abend, Herr Köhler. Steigen Sie ein. Hinten ist noch Platz. Die ganze Firma. Welche Ehre. Sie sind unzufrieden, Herr Köhler? Ja, das bin ich. Sie verdienen im Kilo 3000 und mich speisen Sie ab mit 100 pro Kilo. Obwohl Sie wissen, dass ich die gefährlichste Arbeit leiste. Wie viel wollen Sie denn? Das Doppelte. Einverstanden. Beim nächsten Mal 200 pro Kilo. Nicht beim nächsten Mal.
Heute? Auch gut. Wollen wir das gleich verrechnen? Verrechnen? Womit? Sie haben uns zweimal betrogen, Herr Köhler. 15 Barren in Gold und einer in Messing. Zuerst habe ich unsere Freunde in Zürich verdächtigt. Das ist inzwischen geklärt. Sie sind der Schlitzer. So, und nun her mit dem Gürtel. Ich hab's doch gleich geahnt. Auf die krumme Tour. Aber nicht mit mir! Tun Sie das Ding weg! Wolf, der schießt! Tun Sie das Ding weg! Hinterher. So, jetzt kennen Sie die Wahrheit. Wir haben ihn fast 3 Stunden lang gesucht. Auch gerufen. Keine Antwort. Nichts. So um 3 Uhr in der Nacht waren wir dann zu Hause. Ich bin um 5:45 wieder los als Jogger mit unserem Hund. Alles andere wissen Sie ja. Da war doch noch dieser zweite Jogger, ein Dr. Küppers, Kinderarzt. Der hat mit Ihnen zusammen die Funkstreife geholt. Ja, das stimmt. Wenn dieser zweite Jogger nun nicht da gewesen wäre, wie hätten Sie sich da verhalten? Auch sofort die Polizei verständigt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage sehr gut. Man hält uns für unglaubwürdig. Warum so theatralisch, Herr Simonek? Ich habe nichts gegen Sie persönlich. Ich suche nur die Wahrheit, das ist unser Beruf. Wir sind mit Ihrer Hilfe ein gutes Stück vorangekommen, aber leider sind noch viele Fragen offen. Wo ist die Pistole geblieben? Beim Toten war sie nicht. Wir haben den Park Meter für Meter abgesucht. Die Pistole. Die Pistole. Ja, die Pistole kann viele Fragen beantworten, in unserem Labor. Wenn Sie also wissen, wo wir sie finden können. Beide waren im Park. Mein Mann und mein Bruder auf der Suche nach Köhler. Ich war allein im Auto und habe nach Zigaretten gesucht und sehe da plötzlich dieses schwarze Ding neben mir liegen. Dann bin ich raus aus dem Auto, habe es vorsichtig an diesem Bügel, wo der Finger durch muss, hochgenommen und bin damit... Ja, Frau Simonek, wohin? Wo haben Sie sie hingetan? Sie uns endlich. Ich? Da hätten Sie nicht viel davon. Glauben muss Ihnen der Richter.